Liebe Zuschauende, herzlich willkommen zurück in Dead Man's Diary zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ja, nach langer Zeit mal wieder eine Folge von Dead Man's Diary, die ich hier aufnehme. Für euch war es jetzt nicht allzu lang, denn ihr habt bis jetzt immer 2 bis 3 Folgen in der Woche gesehen. Aber meine letzte Aufnahme zu diesem Spiel, die war am 8. November 2022. Heute haben wir den 18. Dezember 2022, den 4. Advent. Und heute findet das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft statt. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal weiter auf. Ja, und natürlich habe ich erst jetzt eine kleine Misere bemerkt. Ihr habt sie nicht bemerkt, ihr werdet sie auch nicht bemerken. Denn ich habe nach und nach immer auf YouTube die Folgen, hatte ich ja gerendert und alle hochgeladen, sodass eben ein Projekt mal so ein bisschen vorproduziert ist. Und ihr seht, das war ja über 4 Wochen jetzt oder über einen Monat vorproduziert. Ja, das heißt eben auch, wenn das soweit vorproduziert ist, dass dir nicht gleich Fehler auffallen. Irgendwie ist es schön, endlich mal ein paar Sonnenstrahlen abzubekommen, auch wenn es schon später Nachmittag ist. So, das heißt natürlich eben auch, wenn du so ein Projekt vorproduzierst, dir fallen nicht gleich die Fehler auf. Und ja, was ist jetzt aufgefallen? Wie gesagt, ihr werdet davon nicht viel bemerken. Ich hatte so bis Folge 18, also bis zu der Folge, wo wir aus diesem Lager da rausgekommen sind, alles produziert, hochgeladen und wundere mich, ich war doch schon weiter in diesem Spiel. Und sehe, okay, hast du die restlichen 2 oder 3 Folgen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel das waren, die letzten 2 oder 3 Folgen hochgeladen und lädst es halt nachträglich hoch. Nein, natürlich waren die Folgen auch nicht gerendert. So, ganz tolle Sache auf jeden Fall, wenn die Folgen dann auch nicht gerendert sind. Und das bedeutet wiederum, ja, gucke nach den Rohdaten. Die Rohdaten hatte ich natürlich mittlerweile gelöscht, weil ich dachte, die Folgen sind gerendert. Das heißt wiederum für euch, im Klartext übersetzt, heißt das natürlich, dass ich eben diese beiden Kapitel, die jetzt kommen, dieses und das vorherige schon mal gespielt habe. Ich kann mich natürlich nach 5 oder 6 Wochen nicht mehr genau daran erinnern, aber ich wollte das Ganze eben bloß mal angemerkt haben, dass diese Level jetzt nicht ganz unbekannt sind, aber die wichtigsten Rätsel, also ich weiß sie andererseits nicht mehr. Aber es ist natürlich mega ärgerlich, wenn du das Ganze aufgrund von eigener Schusslichkeit eben nochmal machen musst. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr selbst Let's Plays aufnimmt. Ist halt sehr, sehr, sehr ärgerlich, muss man ganz ehrlich sagen, aber können wir jetzt nicht ändern. Also wie gesagt, diese und auch das folgende Kapitel, ich war in beiden schon mal gewesen und kenne aber nicht mehr, weil das so lange her ist, nicht mehr die wichtigsten Rätsel. So, hier sehen wir unsere ganzen Fähigkeiten. Ich habe jetzt auch nicht den Spielstand geladen, sondern das Kapitel hier eben jeweils geladen. Also nicht wundern, wenn da bei den Items so ein bisschen Unterschiede sind. So. Ja, was ist jetzt an der Welt hier anders? Wir sind jetzt endlich mal wieder Tageslicht, im Tageslicht oder bei Tageslicht unterwegs. So, hier gehen wir mal ein Stück weg. Ich frage mich eigentlich, wofür das gut sein soll, dass man die Gasflasche da aufdreht und sich da eigentlich ganz schnell selber verletzen kann. Hier liegt sehr viel Stoff rum. Und ja, wir sind endlich mal wieder bei Tageslicht unterwegs. Das ist halt ein Vorteil an diesem Level, wo wir uns gerade befinden. Hier haben wir schon mal den ersten Zweig. Wir sind von da gekommen. Und dann müssen wir mal gucken, was es in dieser Welt jetzt hier noch so zu erkunden gibt. So, Ich hier ist eine frage mich Tür. gerade, was das für eine Gegend hier ist. Das sieht so untypisch Nichts drin, aus. Bauteile. Wenn ich es nicht besser wüsste, So. würde ich denken, ich bin im Mittleren Osten unterwegs. Ja, könnte man in der Tat so darauf schließen bei diesen Häusern. So, wir müssen mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon so viele Bücher hatten oder ob man da noch mal genau gucken muss. Nee, in der Tat hatte ich, wo ich weiter war, schon ein weiteres Buch gefunden. Sollte ich doch auf die Okay. Idee kommen, mir was zum Beißen zu machen, dann wäre das hier der passende Ort dazu. Ah, okay, Nur dann mal haben so wir als also Gedanke. einen Lagerplatz gefunden. Jodtablette, wie sieht's aus? Das sieht überall, ihr seht's ja selber überall gut aus. Hier fehlt uns noch alles Mögliche, was wir so gebrauchen können. Batterie, hier war irgendwas, was wir gebrauchen konnten. Nee, anscheinend nicht. Hier ist ein Schlafplatz, wir könnten uns also schlafen legen. Das sollen wir aber anscheinend jetzt nicht tun. So, na dann geht's erstmal weiter. Also haben wir jetzt erstmal hier einen Platz gefunden. Ja, hier wieder zig verschiedene Abzweige, die wir hier sehen. Und ja, hier haben wir ein Auto. Müssen wir erstmal so ein bisschen umschauen. So, also, wie gesagt, also ein weiteres Buch hatten wir mittlerweile, hatte ich in den beiden Leveln auch gefunden. Ich glaube noch zu wissen, wo das ist. Aber mal gucken.
die Erinnerung da noch so weit und gut funktioniert. So, hier kommen wir nicht rein. Ja, also die Welt haben wir, oder das, was von der Welt übrig ist, das konnten wir retten, indem wir eben diesen Raketenstart da verhindert haben. Dann haben wir uns durch das Lager gewühlt, was ja gar nicht mal so ungefährlich war. Ja, und ich habe es euch ja gesagt, die letzte Aufnahme, die ihr gesehen habt, die stammt vom 8. November. Da seht ihr mal, dass das ein sehr, sehr tolles Spiel ist, was einen nämlich so fesselt, dass man eben so weit vorproduziert. Das ist eigentlich bei mir, bei sehr wenigen Spielen der Fall. Das letzte, was mich so geflasht hat, das war, glaube ich, Anno 2205. Und das ist auch schon wieder Jahre her. So, hier haben wir jede Menge Dinge, die wir finden können. Und ja, wir können vielleicht dann mal schauen, was so ein bisschen unsere Aufgabe ist. So, drehen wir das Ganze auf. Okay. Hat bestimmt auch wieder was abgespielt. For creatures of the night, Flashbase FM. I am your radio station. Okay. Was auch immer das ist. Klingt fast wie eine Präsidentenansprache. Ich bin sichtlich gerührt. So, jetzt geht's hier weiter. Hier geht's wieder zurück. Also gehen wir jetzt hier erstmal weiter. Wir gucken aber erstmal im Tagebucheintrag nach. In dieser langen Dunkelheit bin ich froh, endlich wieder Tageslicht zu sehen. Aber ich stelle fest, ich habe ganz schön lange geschlafen. Tag 5 neigt sich dem Ende entgegen. Übrigens, der Stadtteil, in dem ich mich zurzeit befinde, ist offensichtlich nicht für gut betuchte Besucher geeignet. Okay, und die Aufgabe, sieht dich im Gebiet um. Naja, gut. So, dann sehen wir uns mal um. Oh, hier waren irgendwo Bauteile. Moment, hier hast du, der hat doch gerade irgendwo Bauteile gesehen. Die Bauteile, ihr wisst es, sind ja nach wie vor wichtig, um eben unsere ganzen Items da zu upgraden. Also hier eben, das haben wir ja zum Teil auch schon gemacht, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass wir das Thema mit den Verbänden, also Erste Hilfe, dann das Thema Essen und so weiter, dass eben das Essen deutlich länger anhält. Das macht es halt eben auch ein bisschen einfacher dann. So, hier haben wir ein Getränk. Ja, wir können ruhig mal was einwerfen. Getränk, da muss man, das kann man nämlich, glaube ich, nicht upgraden beim Thema Trinken. So, ja, zwei Getränke, ihr seht, hier haben wir auch, naja, vieles haben wir, aber wir haben nicht alles an dem, was wir gebrauchen könnten. So. Hier können wir uns auch noch mal so ein bisschen umschauen. Kommt man eigentlich irgendwo? Hier ist irgendwie viele USA fahren, okay. So, aber hier weißt du auch wieder nicht, wo du gehst du jetzt zuerst hin. So, hier liegt ein Dietrich, den brauchen wir aber nicht. Hier ist ein Zaun. Hm, da müssen wir vielleicht von der anderen Seite rangehen. Ja, einige Leute von euch haben in den Kommentaren geschrieben, ja, das ist mit das spannendste Projekt auf dem Kanal. Vielen Dank für das Feedback, dass euch dieses Projekt gefällt. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass es eben doch relativ wenig Leuten gefällt. Aber gut, es muss halt jeder selber entscheiden, was ihm gefällt und was nicht gefällt am Content. Das kann man ja letzten Endes als Creator nur bedingt beeinflussen. So, Essig. Also wie gesagt, das Problem ist, ja, hier haben wir Petroleum, falls wir wirklich was zu essen herstellen wollen. Versteckt sich da ganz im Mac das Petroleum. Falls das noch hier relevant sein sollte, ich weiß ja nicht, wie lange oder was wir da noch in der Welt machen sollen. Bauteile, ja, immer schön die Bauteile sammeln. Bei Bauteilen scheint es auch keinerlei Begrenzung zu geben. So, wo sind wir denn hier? Und jetzt haben wir, oh, wir haben sogar die dynamische Hilfe eingeschaltet. Das wollte ich, die wollte ich jetzt eigentlich noch nicht nutzen. Wartet mal, die machen wir, ach so, in den Einstellungen. Das ist halt immer, wenn man das einmal anhatte, man vergisst es dann auszumachen. Die ist halt ja, wie gesagt, dazu da, eben die Story weiter zu verfolgen. So, Stoff brauchen wir nicht. Aber hier ist so viel, was wir nicht brauchen. Alkoholisches brauchen wir auch. Also hier muss jemand noch sehr gebechert haben vorher, so wie das ja aussieht in der Garage, um Bier zu trinken. Bauteile. So, dann ist hier nichts. So, okay. So, was haben wir denn hier alles liegen? Auch wieder Stoff, Bauteile, Bauteile. Bauteile können wir alles gebrauchen. Ist die Frage natürlich, ob wir eine Werkbank finden. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir alles schon gehabt. Die Taschenlampe könnte, glaube ich, noch geupgradet werden. Die hatten wir ja, glaube ich, nur auf Stufe 2 gehabt. Jetzt können wir mal nach einem neuen Dietrich suchen. Ja, also ich kriege das nicht hin, dass die Dinger nicht beschädigt werden. Da bin ich einfach noch so ein bisschen unfähig. So, das ist leider verstrahlt. Das ist ein bisschen schade.
So, dann ging es, glaube ich, bei dem LKW. Und hier wieder Bauteile. Also Bauteile, Bauteile. Da, je weiter man sich umsieht, desto mehr Bauteile findet man. So, Deadman's Diary. Das kam jetzt nämlich auch vor einigen wenigen Tagen raus. Dieses Spiel soll auch wohl für die Xbox, zumindest für die Xbox Series veröffentlicht werden, so wie ich das jetzt von den Entwicklern gelesen habe. Tolle Sache, finde ich das auf jeden Fall, für die Konsolen, sowas rauszubringen. So, nächstes Getränk können wir gleich mitnehmen. So, sehr schön. Ist hier noch irgendwie was zu finden in der Wiese? So, es ging ja doch eigentlich an dem LKW weiter. Wo sind wir denn jetzt hier? Hey, was ist denn das da oben? Ist das eine 5? So, so ein roter Punkt, eine lila, eine pinke 5. Merkt euch mal die pinke 5. Oder die. Vielleicht hat die noch irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es nicht. Also es ist mir gerade so ein bisschen ins Auge gefallen da oben, dass da eine pinke 5 zu sehen ist. Okay. So, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie und wo es hier weitergeht. So, hier ist zu. Okay. Das Tor ist verrammelt. Ja, war klar. Was auch sonst. Ich brauche diesen verdammten Schlüssel dazu. Ja, das ist ja immer so das, was wir am meisten hier suchen. Schlüssel, Codes, um irgendwie weiterzukommen. So, dann war doch hier eine Wegmarkierung gewesen, die ich jetzt aber ausgeschalten habe. So, ich gehe mal aber erstmal hier hinein. Wow, das fällt man ja im Kopf nicht aus. Diese Tür ist nicht mal verschlossen. Ich muss ja auch mal Glück haben. Das soll ja wohl in Amerika teilweise wirklich so sein, dass das da eigentlich eher selten ist, dass da die Türen irgendwie wirklich verschlossen werden. So, Essig, also hier ist jede Menge, was wir hier wieder finden. So, okay, was ist denn das? Tablette. Wie sieht's denn mit der Tablette aus? Kannst du ruhig eine einwerfen, mein Guter. Und dann können wir die nächste mitnehmen. So. Ja, Batterie ist gleich runter von der Taschenlampe. Und hier soll es wohl weitergehen. So, hier haben wir eine Barriere. Kommen wir hier rein? Nee, kommen wir nicht. Kommen wir hier an der Barriere vorbei? Wahrscheinlich auch nicht. So. Dann haben wir hier ein Stück Stoff. Und hier geht's wohl weiter. Was ist denn das? Okay, hier ist ein Generator. Hier müssen wir für irgendwas Strom herstellen. Also hier ist ein Generator. Benzin. Und wir müssen also irgendwo Benzin finden. Hier ist eine Notiz. Irgendjemand hat unsere letzten Dieselreserven geklaut. Collins glaubt aber ganz vorne in der Ecke in dem Haus noch einen Kanister mit Diesel gesehen zu haben. Ah, ganz vorne in der Ecke. Wo ist ganz vorne in der Ecke? Von hier aus gesehen? Aber hier wäre ja dann logischerweise Schluss. In der Ecke. Hier, kommen wir in das Haus rein? Kommen wir hier in das Haus rein? Nee, also oder meint der eben wieder rück zu uns gesehen, von hinten gesehen. Hier ist einfach auch noch eine Tür, wo wir reinkommen. So, jetzt hier noch rein. Tablette. Moment, da müssen wir jetzt mal hier die Taschenlampe, neue Batterie einsetzen. So, da haben wir das geschafft. Können uns hier nochmal umschauen. Hier ist nochmal ein Getränk. Brauchen wir jetzt, glaube ich, erst einmal nicht. Und hier ist ein Safe. Ich habe folgende Theorie für den Safe. Kombination Blau 1000, Grün 200, Rot 30 und Violett 4. Und was haben wir gesehen? Eine violette 5. Also, das sind die Farben. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch Ausschau halten, ob wir eben die entsprechenden Farben wahrscheinlich finden. Und dadurch, wahrscheinlich ist dort der Schlüssel für das Gitter drin, schätze ich jetzt einfach mal. Gut, hä, war hier noch irgendwas? Nee. Bauteile waren hier noch. Ah, okay, dann war es das. So, jetzt müssen wir hier dahinter nochmal schauen. Hier waren wir aber schon gewesen. Da müssen wir nochmal vermehrt hier schauen, ob wir irgendwas anderes, irgendwelche Hinweise hier noch finden. Hier ist eine 1. Okay. Grüne 1. Violette 5, grüne 1. Okay. Im Prinzip brauchen wir da jetzt eigentlich nur noch eine einzige Zahl. Violette 5, grüne 1 und eine blaue 4. Okay. Blaue 4, da fehlt eigentlich nur noch die rote Zahl, beziehungsweise die rote Zahl ließe sich doch eigentlich auch noch ausschließen. So, was ist hier? Ist hier vielleicht das Ding, wo der Kanister stehen soll? Kann das sein? Tablette? Wir sind viele Jodtabletten, die wir hier finden. Und das, aber ich glaube, das brauchen wir im Augenblick nicht mehr. Wir können sowieso nichts zu essen herstellen. Dietrich, ich habe doch... Hey, habe ich nicht einen Dietrich kaputt gemacht? Na, egal.
So, dann hier. Ah, hier dahinter ist irgendwas. Batterie. Ja, da brauche ich auch eine neue. Stimmt. So, also blaue 4, grüne 1 und dann so eine violette 5. Das heißt, wir müssen nur noch die rote Zahl finden. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. So, hier waren wir auch schon. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir auf der anderen Seite da noch irgendwas finden. Okay. Das heißt, da haben wir eigentlich schon auch die Safe-Zahlen gefunden. Ich habe sowieso so ein bisschen, aber vielleicht, da weiß ich nicht, ob mich da mein Eindruck täuscht. Ob mich da mein Eindruck jetzt hier täuscht. Oder nicht. Weil, ich habe so den Eindruck, dass es irgendwie einfacher wird, dass die ersten Level einen ganz schön viel abverlangt haben, weil die einfach auch sehr weitläufig waren. So, hier ist ein Haus in der Ecke. Und das stimmt, da hatten wir doch eigentlich auch ein paar Kanister gesehen. Und hier, das hatten wir auch genutzt. Wir hatten doch wirklich ein Haus. Ah, hier, und das haben wir natürlich übersehen. So, jetzt haben wir erstmal das Benzin, um den Generator da anzuschmeißen. Aber ich will trotzdem vorher mich hier vorne nochmal umschauen. Denn wir sind ja erstmal hier abgebogen. Ist die Frage natürlich, wo geht's in die andere Richtung weiter? So, okay. Da können wir, eigentlich haben wir auch schon den Safe-Code gefunden. Na, ach, hier geht's ja gar nicht viel weiter. Sehe ich jetzt gerade, hier ist eine Barriere dazwischen. Da geht's ja gar nicht viel weiter. Wir können trotzdem nochmal hier in dem Haus nochmal schauen, ob es hier irgendwas zu finden gibt. Und danach sind wir ja dann eigentlich schon so weit, dass wir den Safe aufmachen können. Hier ist wieder Petrol, aber ich kann es nicht aufnehmen. Gut. Jetzt hat die Frage, ob wir jetzt Essen herstellen müssen. Wir haben ja noch ein bisschen Proviant dabei. Ich weiß auch nicht, wie lang die Level sind. Also ich, wie gesagt, ich finde die Level im Verlauf des Spiels sind eher also zumindest vom Umfang her einfacher geworden. Okay, hier geht es gar nicht weiter. Dann also wieder hin. Also den Safe-Code haben wir und das Ding fürs Benzin haben wir, um den Strom zu produzieren. Ist die Frage, was machen wir jetzt zuerst? Also was haben wir gesagt? Die blaue, grüne 1, blaue 4 und wir könnten jetzt natürlich noch nach Rot suchen. Aber ich glaube, guck, es war doch so ein Tastensafe, oder? Ich glaube, dass man das übers Ausschlussverfahren lösen kann. Erkläre ich euch gleich. Also hier haben wir blaue 4. So, da hinten war irgendwo die grüne 1 zu sehen, wenn ich das jetzt richtig noch in Erinnerung habe. So, blaue 4, grüne 1. Und, ja, blaue 4, grüne 1. Und dann von mir die violette 5. Okay, das heißt, wir haben drei der wahrscheinlich vier Zahlen, die wir brauchen. Wenn wir mehr Zahlen brauchen, müssen wir uns nochmal umschauen. So. Dann füllen wir das Benzin rein. Schmeißen das Ding ein. Ja, ich habe... Seht, ihr habt lange nicht mehr gespielt. Jetzt läuft er, aber was löst er jetzt aus? So, der Generator läuft. Und wo war denn jetzt hier der Safe gewesen? Der war... Hier war er nicht. Der war hier in einem von den Häusern, ne? War der da hinten, glaube ich, in dem Haus. So, genau. Ist das ein elektrisches? Ne, elektrisches Tor ist das nicht. Ne, wir brauchen... Da ist wahrscheinlich der Schlüssel drin. Das hängt da so ein Vorhängeschloss da. Ja, wo war jetzt hier genau der Dings gewesen? Ja, so einfach verläuft man sich auch, gerade wenn man es länger nicht gespielt hat. Und allzu viel Zeit darf man sich ja nun auch hier in dem Spiel nicht lassen. So. Also, hier ist er. Hier ist der... Ach, sage, ihr seht jetzt, der hat jetzt Strom. Also. Okay, das ist der Safe. So, ja, vier Tasten, vier Zahlen. Okay, dann machen wir das über Ausschlussverfahren. Wisst ihr, was ich damit meine, übers Ausschlussverfahren? Ganz einfach so. Wir gucken jetzt mal in die Notizen. Safe. Wir wissen, dass blau, also das ist wahrscheinlich so blau zuerst, blau, grün, rot, violett. Wir wissen, blau ist eine 4, wir wissen, grün ist eine 1 und wir wissen, violett ist eine 5. So, welche Zahl kann dann wohl rot sein? Das ist sicherlich eine Zahl. Das heißt maximal so 10 Versuche, das heißt die Versuche sind überschaubar, also 4, 1, so. Und ich gehe mal davon aus, dass hier keine Zahl doppelt dabei sein wird. So, deswegen 2, 4. Probieren wir mal 2 aus. Ist es nicht. So, also dann nochmal. 4, 1, 3, 5. Falsch.
So, dann nochmal. 4, 1, 6, 5. Falsch. So, 4, 1, 7, 5. Und dann nochmal 4, 1, 8, 5. Ja, und ihr seht, Ausschlussverfahren funktioniert. Und da haben wir den Schlüssel. Und das heißt, für uns geht es weiter. So, ja, lassen wir den mal leer laufen, den Dieselgenerator. So, dann geht es also hier durch. Und da ist die Frage, was kommt jetzt hier auf uns zu? Was ist denn das da drüben vor dem Gebäude? Das steht irgendwie wie im Bau aus. Die Raketennummer lässt mir keine Ruhe. Ja, mir auch nicht. Jemand muss den Countdown aktiviert haben. Das bedeutet, wenn ich viel Glück habe, bin ich nicht allein hier. Verseucht. Die Frage ist nur, wie bekomme ich das heraus? Ja, das ist eine sehr gute Frage, wie du das sagst. Er muss jetzt irgendwie, will jetzt rausbekommen, ob er alleine da ist oder nicht. So, das ist halt die Frage, brauchen wir hier noch, brauchen wir eigentlich noch irgendwas? Oder können wir direkt hier weitergehen? So, Getränk. Oh, ja, 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 ja. Getränkebedürfnis hat er aber ganz schön, der Gute. So, das Thema, wie gesagt, so, Bauteile. Ja, Bauteile können wir immer gebrauchen. Werkbank, weiß ich nicht, ob hier irgendwo eine ist. So, das ist auch verseucht. Das hört ihr ja so ein bisschen an dem Geräusch von dem Gerät. So, eine Notiz. Heute im Sonderangebot Pilzsuppe aus echten Waldpilzen. Ich glaube, Waldpilze würde ich nicht essen, wenn da Atombomben hochgegangen sind. Das sollte man dann nicht tun. Oder wenn da irgendwo radioaktive Wolken oder was gezogen sind. Das ist ja auch sowas, wo es die Reaktorkatastrophe damals in der Sowjetunion in Tschernobyl gegeben hat. Das ist ja auch zum Teil über Deutschland gezogen. Und da wird in manchen Regionen ja heute noch davon abgeraten, irgendwelche Sachen in den Wäldern da zu essen. Also bei, also gerade im, ich glaube in Süddeutschland ist das so. Also das solltet ihr tunlichst lassen. So, was brauchen wir hier noch? Ist ja die Frage, brauchen wir jetzt eigentlich hier noch irgendwas? Oder geht's jetzt hier direkt weiter in die nächste Welt? So, ja, Zeit haben wir noch ein bisschen. Ja, finde ich aber toll. Finde ich echt eher toll, wenn die Level sind so, wie gesagt, überschaubar werden. So, jetzt geht's, wo geht's? Ah, jetzt sind wir hinter dieser Barriere, okay. Dann heißt es hier, gibt's denn hier noch irgendwie was zu finden? Hier ist immer gerne mal was zu sehen. Das ist doch die Frage, wie gesagt. Hier ist das nächste Getränk. Sehr schön, das nächste Getränk. Und das Inventar, ne, da trinkt man eins. Eins bringt ja 25, es sei denn, wir sind krank. Dann bringt das, glaube ich, nur die Hälfte, also 12. So. Ich vergesse immer so Screenshots zu machen. So Dietrich haben wir hier. Aber wir haben ja alles an Gegenständen. Wisst ihr, was ich, wie ich meine? So, hier haben wir das nächste Getränk. Das können wir nicht mal mehr mitnehmen. Aber wir bräuchten das natürlich, um irgendwas herzustellen. Aber dafür fehlt uns wiederum Petroleum. Aber das Petroleum ist ja manchmal, wie wir auch in der U-Bahn-Station gelernt haben, manchmal auch sehr gut versteckt. Ach nee, wartet mal. Ein Getränk können wir schon noch nehmen. Das ist zwar jetzt ein bisschen Verschwendung, aber eins können wir dann durchaus hier noch mitnehmen. Ja, Dietrich werden wir in Kürze einen neuen brauchen. Halt, hier sind noch Bauteile. Die finden sich immer ganz gerne an den Fahrzeugen. Und hier ist ein Streichholz. Bräuchten wir eigentlich auch noch mal, falls wir doch noch ein Lager aufschlagen. So, sind in Autos irgendwas zu finden? Ich glaube nicht. So. Ja, dann ist denn hier irgendwie was zu finden. Hier ist noch eine Kiste. Nochmal der Hinweis an alle Anwohner, die Ausfahrt bitte freihalten. Ja, sonst kommt der Abschlepper. Aber da wird jetzt wohl keiner mehr kommen. Hier gibt es noch einen Weg hoch, okay. Und hier hinten ist bestimmt auch wieder irgendwas. Hier ist wieder eine Kiste. Ja, also immer schön bei dem Spiel, immer schön in die Ecken gucken. Das ist hier bei dem manchmal mitunter ganz wichtig, um halt ganz viele Items zu finden. So, hier ist nichts mehr. Hier ist auch, ne, Stoff, viel, viel Stoff haben wir hier. So, was ist denn da? Ach, das sind noch Zelte oder irgendwas hier hinten. Okay. Also wie gesagt, so genau habe ich das eben auch nicht mehr hier in Erinnerung. Wie gesagt, ich weiß, dass ich die Level schon mal gespielt habe. Wie gesagt, Essen und Konserven haben wir genug. Deswegen, ja, ist das halt immer so eine Sache für sich. Ob sich das dann halt noch lohnt, noch weiteren Dingen Ausschau zu halten. Ich glaube nämlich, dass das hier auf diesem Weg jetzt hier... Oh, Bauteile. Ja, Bauteile, wie gesagt, die können wir dann wiederum unbegrenzt mitnehmen. Chat, glaube ich jetzt. Also ich habe noch nie die Grenze hier in dem Spiel an Bauteilen erreicht. Also wenn jemand weiß, ob es da eine Grenze gibt, ja, immer rein damit in die Kommentare. Essig und so weiter. Brauchen wir ja alles jetzt gerade nicht.
glaube nicht, dass wir jetzt hier noch schlafen sollen, oder? Guck mal in die Aufgabe, sieh dich im Gebiet um. Ja, das ist ja fast abgeschlossen, würde ich mal so sagen. Jetzt geht's hier weiter. Und was haben wir denn hier so Feines? Die nächste Kiste. Ja, hier wollen wir hin. Was? Schon wieder ein Krankenhaus? Mir reicht es eigentlich noch vom letzten Mal. Aber vielleicht finde ich ein paar brauchbare Hinweise. Okay, Ziel, also nächstes Ziel ist das Krankenhaus. Alles klar, das nächste Ziel ist das Krankenhaus, wo wir hin sollen. Also ich muss sagen, die Mission ist so ähnlich wie die letzte mit dem Lager, wo wir durch das Lager da gekrochen und geklettert und gegangen sind. Und das ist hier anscheinend das nächste, wo wir hin sollen. Ein neues Krankenhaus, unser nächstes Ziel. So sieht es zumindest aus jetzt im Augenblick, wenn wir jetzt nicht irgendwie was anderes... Aber vielleicht finden wir da nochmal ein Buch zwecks Gesundheit. Vielleicht gibt es da sogar noch was. Wenn es um das Thema... Um dieses Thema geht hier aufleveln. Also nicht aufleveln, sondern... um das Thema, was weiß ich, vielleicht doch Richtung Getränk oder so. So, hier sind sehr, sehr viele Getränke, die wir hier finden. Und wir brauchen sie nicht, das ist ja das Fatale. Wir sehen jetzt hier so viele Getränke und wir können ja auch nicht mehr zurück. Aber Bauteile, ja. Bei den LKWs liegen immer ganz gerne ganz viele Bauteile rum. Ist da hinten irgendwas in der Garage? Nee, da unten ist noch eine Flasche oder irgendwas zu sehen. Okay. So. Das Klebeband, das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen es einfach alles nicht. Was hier rumliegt. So, ja, macht ganz schön die Dietrich hier mal hinüber. Wir können noch mal gucken, aber ich glaube, wir waren auch voll mit Konserven. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. So, dann geht's, würde ich sagen, hier weiter. Aber wir müssen bestimmt einen Schlüssel oder irgendwas hier finden. Ich ahne das schon. Wir müssen hier garantiert einen Schlüssel oder so finden. Irgendwie habe ich so die Vermutung. So, gibt es hier links und rechts noch irgendwas, was man erkunden kann? Hinten geht es ja noch richtig krass weiter. Okay. So, schauen wir ein bisschen auf dem Time. Aber ich ahne schon, dass die nächste Aufgabe nicht Krankenhaus, sondern eher sein wird, irgendeinen Schlüssel zu finden. Hier hinten sind nochmal Kisten. Aber wie gesagt, wir brauchen an und für sich nicht. Hier sind nochmal Getränke zu holen. Ist doch reine Verschwendung an Getränken, was wir hier haben. Wir haben noch 90%. Das ist, ja, und wie gesagt, leider können wir danach auch nicht raus. Und wir können auch nicht mehr einpacken, weil wir schon voll sind. So. Und die, ja, Sache ist einfach die. So, hier können wir vielleicht nochmal ein paar Bauteile finden, wo es dann weitergeht. Oh, eine Münze, die ja irgendwelche Screenshots ermöglicht. Habe ich bis jetzt nie genutzt, oder? Hatten wir das jemals mal genutzt mit der Münze mal? Geguckt, ob es funktioniert, glaube ich. Oh, ist hier irgendwas versteckt hinter dem LKW? Nee, da hinten ist wirklich die... Das erscheint wirklich eine Barriere zu sein. Also wir können auch nicht durchkriechen. Gut, dann gehen wir mal rein. Gucken wir mal. Ja, es ist sogar offen. Wir brauchen also keinen Schlüssel. Soll mir auch recht sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll mir recht sein. Und dann gucken wir uns mal um. Nächstes Level. 3 Stunden später. Okay. Ist der 3 Stunden jetzt durchs Krankenhaus gegangen? Ja. Jetzt bin ich da, wo ich nie sein wollte. Ich hasse Krankenhäuser. Ja, draußen geht die Sonne unter. Wir sind im Krankenhaus angekommen. Und hier hat es nicht jeder überlebt, ihr seht's. Ihr seht's, so. Ach, fuck. Hier okay. Komme ich nicht durch. Ah, hier können wir auch eine Tür aufmachen. Okay, also sind wir zack schon ins nächste Level reingekommen. Interessant, auf jeden Fall interessant. Und hier gibt's Bauteile. Das wird eigentlich schon die Welt dann fürs nächste Mal sein, so wie das Ganze hier aussieht. So, das brauchen wir nicht zu überprüfen. Das müsste normal okay sein. Und außerdem können wir aktuell sowieso nichts nehmen. So, hier können wir die Türen aufmachen. Hier können wir Türen aufmachen. Und hier muss man sich umschauen. Die Bestellung für die gewünschten Medikamente wurde bewilligt. Teilen Sie Ihrem Vorgesetzten mit, dass das Budget für diesen Monat jetzt ausgeschöpft ist. Ja, sag mal Bescheid, falls wir uns sehen, sag mal Bescheid. So, von da sind wir gekommen. Jetzt muss man immer ein bisschen versuchen, einen Überblick zu bauen. Hier geht's, also von hier sind wir gekommen. Gut, von da sind wir gekommen. Also muss man hier, dann geht's ja hier noch weiter, okay. Hier geht's weiter. Hier ist ein Lager mit allen möglichen Dingen des täglichen Bedarfs, sage ich jetzt mal. Papier. Ja, stimmt, falls wir hier ein Lager oder irgendwas aufschlagen wollen. So.
brauchen wir, aber das brauchen wir alles im Moment nicht. Das brauchen wir. Gut, Dietrich, so. Okay, dann geht's hier. Also, ich hätte auch mal gewusst, wie es bei der anderen Welt da drüben noch weitergeht. So, hier ist auch ein Getränk. Naja, gut, könnte man noch mal nehmen. Wir könnten noch mal überlegen, was zu essen. Aber das heben wir uns auch noch ein bisschen auf. Hier ist ja noch ein Gang, der irgendwo hing. Oh Gott. Oh Leute, Gott, Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier sind Jodtabletten. Wie sieht es denn eigentlich damit aus? Ja, Jodtablette können wir auf jeden Fall nochmal eine nehmen. Dann können wir nämlich jetzt gleich eine mitnehmen. Und Bauteile, sehr gut. Bauteile. Bauteile können wir immer gut gebrauchen. Sehr schön. Eine Kiste. Aber ich habe mich da am Anfang doch, glaube ich, in der Ecke, da wo wir angefangen haben, doch gar nicht richtig umgeschaut. So geht es hier auch wieder weiter. So, okay, hier ist ein Kopf, glaube ich, geröntgt worden, eine Hand. Okay. Da geht's ja auch nochmal weiter. Das ist ja... Oh, das ist ja richtig verzwickt hier. Hier ist ein Bad, Waschbecken, okay. Hier ist ein Schrank. Was ist denn hinter dem? Was ist denn hier dahinter? So, warte. Ein Buch! Wir finden das nächste Buch. Buch Atmung. Seit Tagen laufe ich mit dem Gedanken schwanger, dass ich ein Buch schreiben sollte über die formschöne Gasmaske. Aber wie ich sehe, gibt es das schon. Steht in dem Wälzer auch drin, wie man den schrecklichen Gestank rausbekommt? Ja, und wir können was essen, denn hier liegt nämlich eine Tüte Chips rum. Das heißt, auch das Thema Essen. Also, Aufgabe. Es wird Zeit für einen kleinen Zwischenbericht. Es sind die Abendstunden des fünften Tages. Und ja, ich lebe noch. Mittlerweile bin ich schon wieder in einem Krankenhaus, weil ich solche Einrichtungen besonders gern habe. Ich könnte umdrehen, würde mir aber nicht weiterhelfen. So, Aufgabe, finde einen Weg aus dem Krankenhaus und ein neues Buch, Buch Atmung. Die Benutzung der Gasmaske wird verbessert. Werkbank und Bauteile zum Verbessern erforderlich. Jawohl, damit haben wir 4 von 6 möglichen Büchern gefunden. Ich glaube, es gibt noch eins für, wenn ich jetzt richtig weiß, gibt es eins für Ausdauer noch. Und es gibt, glaube ich, noch eins für den Geigerzähler. Wahrscheinlich, dass der dann ein bisschen schneller ist oder so. Okay, aber damit soll es das erstmal für heute gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.